sie sind, wie das manche denken, auf dem Düsseldorf jetzt im Berlin Song Contest ein Schützenkönig stattfinden. So viel zur Weltstadt. Aber Autoren brauchen mehr als Reise, Autoren brauchen auch mehr als schöne Landschaften vor der Tür, sie brauchen Produktion zusammen. Sie brauchen Redaktionen, Lektorate vor Ort, mit denen sie arbeiten können. Sie brauchen Medienanstalten, die ihre Beiträge drucken oder senden. Und daher sind die meisten kapitalistischen Autoren weder in ganz Westfalen noch im Ruhrgebiet noch im Rheinland außerhalb Kölns ansässig, sondern eben in Köln. Weil die großen Medienanstalten WDR und RTL die Möglichkeit haben, mit dem Wort Geld zu verdienen und nicht mit Taxifahren oder anderen Schienen. Wir können jetzt natürlich, wenn wir versuchen, diesen Brain Drain aufzuhalten, verschiedene Dinge andenken, die gerade unsinnig sind. Wir können die WDR nicht hinterlassen. Wir können auch nicht den Hansa-Verlag anbieten im Rahmen einer Standortpolitik. Komm doch von München nach Bielefeld oder nach Münster, das verstehen wir, das würde nicht können. Aber, da wir gleich noch einen Vortrag führen werden mit dem Titel Wir treffen schon nach Düsseldorf, bin ich auf die Idee gekommen, den Spieß umzudrehen. Ja, viele fahren nach Düsseldorf, viele fahren nach Düsseldorf, weil sie sich dort ausbilden lassen wollen, weil sie Maler werden wollen, weil sie Bildhauer werden wollen. Weil sie Musiker werden wollen, gehen sie, wenn sie nicht nach Münster gehen, gehen sie an die Akademie. Sie gehen nach Düsseldorf an die Kunstakademie. Und dass die Tatsache, dass Düsseldorf eine Kunstakademie hat, seit langem hat, ist der Grund dafür, dass Düsseldorf eine Kunststadt von internationalem Rang ist. Um die Akademie herum haben sich Galerien gebildet, haben sich Museen gebildet. Es kommen immer wieder neue junge Menschen, die dort das Handwerk lernen und anschließend wieder in die Welt gehen oder nicht mehr bleiben. Wie die bekanntesten deutschen Bilder in Würzburg und Ulm. So etwas für Autoren gibt es nur in sehr bescheidenem Umfang an zwei Städten, in zwei Städten in Deutschland, in Hildesheim und in Leipzig. Ausbildungsstätten nicht nur für Tänzer oder für Maler oder für Komponisten, sondern für Romanautoren, Lyriker, Theaterautoren. Wir sehen in Hildesheim eine nicht gerade als Literaturstadt bekannte Stadt, ich bin auch jetzt fast fertig, dass dort eine literarische Szene entsteht, dass die Studierenden ein Festival Cosa Nova auf die Beine stellen. Wir sehen noch viel stärker in Leipzig, dass die Absolventen des Deutschen Literaturinstituts reihenweise in Klagen für Aufträge und Preise absagen. Warum sollte es nicht noch möglich sein? Und vermaßen wir das gleich bei dem Rückblick auf unsere letzten Tage auch noch einmal deutlicher machen. Warum sollte es nicht möglich sein, ein katastrophisches Literaturinstitut einzurichten, wo dann auch kluge Menschen hervorkommen, die Handwerk gelernt haben, die bessere Bücher schreiben, die das nicht gelernt haben? Bei guten Dozenten wie Herr Spinnen, der das in Leipzig gemacht hat, Herr Treichel, der in Leipzig weiterhin arbeitet. Warum nicht? Und ein gebürtiger Dorstener würde nicht viele